Also es fängt so an, dass er reinkommt und dann fällt er auf die Knie und küsst meine Schuhe oder meine Füße. Dann kriegt er ein Halsband umgelegt, eine Leine. Was musst du denn für so eine Session hinlegen, damit du auf deine Kosten kommst? Ich komme immer auf meine Kosten. Ja, ich bin verheiratet, ich habe eine Familie. Okay. Und da ein ganz normales Leben. Für meine Eltern war es nicht ganz so einfach, auch für meine Geschwister war es, glaube ich, ein bisschen komisch. Und besonders meine Mama hat sich sehr schwer damit getan. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe kein schlechtes Gewissen. Natürlich habe ich ein schlechtes Gewissen. Ja. Das ist natürlich schon dabei. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Treffen. Mein Name ist Leroy und mit meinen heutigen Gästen wird es ganz besonders intim. Ich treffe zum einen auf Miss Medea. Sie ist eine Domina, das heißt, sie wird dafür bezahlt, sexuelle Fantasien und Fetische zu befriedigen. Dabei geht es in ihren Sessions um Dominanz, Unterwerfung und Demütigung. Und einer ihrer Freier ist Nick. Nick arbeitet im wahren Leben in einer Führungsposition. Er ist Ehemann und Familienvater und von seinem Doppelleben ahnt niemand etwas. Hinter verschlossenen Türen wird aus ihm Miss Medeas Sklave. Was ihn dazu antreibt und wie es um sein Gewissen steht, das wird er mir gleich erzählen. Mir ist ganz wichtig noch zu sagen, dass Sex und Liebe etwas total Individuelles ist. Und wenn das einvernehmlich läuft, dann ist es cool. Heute wird es natürlich etwas spezieller sein. Wir reden über einen Fetisch. Und gerade für junge Zuschauer, ihr müsst das nicht machen. Geht euer Tempo und damit passt das. Ihr könnt natürlich als Zuschauer dieses Kanals jetzt noch diesen Kanal aktivieren und die Glocke abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr selber mal mit dabei sein wollt in einer dieser Folgen, dann meldet euch einfach. Und ich würde sagen, wir legen los. Hi. Hallöchen. Das ist mal ein ganz besonderes Hereinlaufen. Schön, dass ihr da seid. Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen? Du kannst gerne einfach mal anfangen. Wer bist du? Was machst du hier? Ja, ich bin Nick. Ich bin, wie man hier sieht, Miss Medeas Sklave. Schön, dass du da bist. Heute mit Maske. Nick, merke ich mir. Und du bist der Sklave von Miss Medea. Genau, ich bin Miss Medea und ich bin professionelle Domina und ich produziere auch Fetischvideos in dem Bereich der weiblichen Dominanz. Okay, also ihr spielt das Ganze auch so ein bisschen zusammen, wenn ich das richtig sehe. Genau. Okay, hast du irgendwem schon mal davon erzählt, also aus deinem privaten Umfeld, vielleicht einen besten Kumpel oder so, dass du sowas machst? Nee. Ich habe jetzt verstanden, du bist die Domina und du müsstest mir mal nochmal grob erklären, was du da überhaupt genau machst. Wir bieten halt BDSM-Dienstleistungen an, im Dominanten- und im Fetischbereich, also im BDSM-Bereich. Und BDSM ist halt Bondage, Dominance, Submission, Sadomasochism. Also Fesseln, Dominanz, Unterwerfung und Masochismus und Sadismus. Okay, also es da ist war jetzt sehr viel dabei. Klingt für mich alles so ein bisschen wie sexueller Fetisch ausleben. Und das geht dann bei dir zum Beispiel. Ja, genau. Und wie bist du Domina geworden? Ich würde sagen, das war ein langer Prozess. Ich war schon immer sexuell sehr abenteuerlich. Sehr offen. Ja, das hat sich dann irgendwann so ausgedrückt, dass ich zum Beispiel auf Sexpartys war und dann irgendwie Sexpartys organisiert habe auch. Genau, und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass ich Poly bin, also Polyamor, und halt Liebe offen leben will und Sexualität. Und dann habe ich mich natürlich ausprobiert mit verschiedenen Partnern. Und irgendwann kam dann ein Partner, der halt auch schon was hatte mit Dominas, und der hat dann mich gefragt, ob ich ihn nicht anal benutzen möchte und Ohrfeige dabei. Dann haben wir das gemacht und das hat mir eigentlich richtig Spaß gemacht. Und er meinte dann zu mir, ja, du solltest vielleicht Domina werden. Dann interessiert es mich aber dennoch, wie bist du denn dazu gekommen? Also, weil man wacht ja jetzt nicht morgens auf und ist dann plötzlich so connected, so, sondern ja, irgendwie musst du ja auch dich dahin entwickelt haben. Ja, also, ja. Wie ist das bei dir passiert? Ja, das ist natürlich auch ein langer Prozess. Und bei mir waren es tatsächlich schon Fantasien, die ich in der Kindheit eigentlich hatte, die so in die Richtung gingen. Als ich dann erwachsen wurde, studiert habe, dann habe ich die Dinge dann doch wahrgenommen und fand, Mensch, das ist aber prickelnd, das probiere ich mal aus. So bin ich da dann so langsam reingekommen,
hatte dann mal in größeren Abständen oder in großen Abständen mal eine Session bei einer Domina. Dann gibt es immer wieder Momente, Mensch, das war aber toll und da will man mehr davon. Naja, und so entwickelt sich das mit der Zeit. Und hast du abseits von dem Ausleben des Fetisches mit einer Domina auch ein anderes Sexualleben, so im Leben draußen, wofür du nicht bezahlst? Ja, ich bin verheiratet, ich habe eine Familie. Okay. Und da ein ganz normales Leben, das ich führe. Ich bin auch berufstätig natürlich. Also das ist so mein Leben und es ist ein starker Kontrast natürlich zu dem, was ich mache, wenn ich bei einer Domina bin. Denn bei einer Domina ist man eigentlich am Aufnehmen von Dingen. Da lässt man sich sozusagen fallen, da kann man sich fallen lassen, da lässt man sich darauf ein, dass Dinge mit einem passieren. Während in meinem richtigen Beruf bin ich eigentlich derjenige, der die Richtung angibt, der Orientierung gibt, der extrovertiert ist, der was von sich preisgibt. Also insofern ist das ein Gegengewicht, was sich da einstellt. Mein Sklave bezahlt mich für meine Zeit, wenn wir zusammen spielen, wenn wir eine Session haben. Es gibt es natürlich auch, dass jemand in eine Domina-Studie geht und drückt einfach das Geld ab, konsumiert, geht wieder und denkt morgen an was anderes. Das ist nicht so meins. Also für mich ist so eine Domina-Session schon was Besonderes, was Tiefgehendes, wo auch eine persönliche, sag mal, Beziehung da sein muss, des Vertrauens. Man lässt sich ja wirklich auf was ein und lässt auch Dinge passieren. Ja, was genau passiert da? Wie sieht denn so eine Session von euch aus? Ja. Davon habe ich noch gar kein Gefühl. Also es fängt so an, dass er reinkommt und dann fällt er auf die Knie und küsst meine Schuhe oder meine Füße. Und dann sage ich ihm, was er zu tun hat, dass er reinkommen soll, sich ausziehen soll meistens. Dann kriegt er ein Halsband umgelegt, eine Leine. Und dann wird er vielleicht gefesselt oder er kriegt einen Mundknebel auf oder er muss irgendwelche Aufgaben erledigen. Und dann gibt es ganz verschiedene Spielarten, zum Beispiel Auspeitschen. Was wir auch viel machen, ist die Toilettenbenutzung, dass ich ihn anpinkle. Ja, ich wurde da schon mal in Kenntnis gesetzt, was da genau abläuft. Kiki, dann erklär mir mal bitte, warum kommt jemand hierher, um sich dann da drauf zu legen und sich festbinden zu lassen? Diese Vorstellung, die hat natürlich was unglaublich Erniedrigendes. Ja, das fühle ich. Ich fühle diese Erniedrigung gerade. Das ist natürlich der Gipfel eigentlich der Erniedrigung. Und darum geht es eigentlich, sich da tief zu unterwerfen. Und das bereitet mir zumindest Lust. Also das erregt dich dann? Ja, das erregt mich sogar regelrecht, genau. Okay. Also Schläge zum Beispiel, das erregt mich jetzt nicht, aber das gehört dazu zum Spiel und macht auch Spaß und ist was für die Sinne. Aber das erregt mich sogar. Okay, Freunde, ja, das ist sehr interessant. Wie geht's dir damit? Weil Nick, habe ich ja gerade kurz auch ohne Maske gesehen, könnte so vom Alter her auch dein Papa sein. Ja, das stimmt. Aber das ist zum Teil öfters so. Ist bei dir schon mal jemand unter 18 reingekommen? Nein, aber so 18-Jährige, ja. 19-Jährige, ja. Aber ich muss sagen, dass für mich so Dominanz nicht unbedingt was mit meiner sexuellen Erregung zu tun hat. Prinzipiell ist das eher für mich ein Kick, der im Kopf entsteht. Und ich erfreue mich daran, wenn ich sehe, dass er sich unterwirft und alles tut, was ich von ihm möchte. Okay. Und wenn ich ihm Schmerzen zufüge, dann fühle ich mit ihm und freue mich sozusagen, dass er sich auch darüber freut, dass er leidet. Bisschen schizophren, wie man sagt. Ja, es ist speziell, aber genau dafür reden wir darüber, ja, damit ich und die Zuschauer ebenso diese Welt so ein bisschen kennenlernen. Wie sieht es aus mit Sex bei euch beiden? Ich persönlich habe keinen Sex mit meinen Sklaven. Was passiert, ist so ein Handjob. Ich lebe das schon auch privat aus, so in meiner Beziehung. Das heißt, du hast parallel dazu auch eine Beziehung? Genau, ja. Und er war tatsächlich auch mein Sklave, so haben wir uns kennengelernt. Echt? Ja. Und er kam als Kunde, genau, zu dir? Als er war einer der Kunden, mit denen ich dann doch Sex hatte, weil genau ich so auf ihn stand. Mich würde natürlich interessieren, also wenn deine Frau jetzt hört, dass du so von Schmetterlingen sprichst, habt ihr da irgendwie einen Deal oder weiß sie davon? Nee, das könnte ich ihr, glaube ich, nicht sagen. Aber dann hat sie schon ein bisschen was vom Fremdgehen, ne? Es ist zumindest mal was Heimliches, ja. Fremdgehen würde ich nicht dazu sagen, weil wir haben keine richtige Beziehung, wir haben kein
kein Sex miteinander. Es ist mehr, wie wenn ich jetzt, was weiß ich, heimlich in eine Opernvorstellung gehen würde und das meine Frau nicht sagen würde. Das ist sicherlich mehr an der Stelle. Aber ja, so ein Zwischending. Also ich muss dazu sagen, das machen sehr, sehr viele Sklaven, dass sie das für ihren Freundinnen oder Frauen verheimlichen. Ich finde das eigentlich überhaupt nicht in Ordnung. Ich komme ja auch so aus dieser polyamoren Szene und eigentlich gilt da auch immer, dass alle halt einverstanden sein müssen, halt Konsens. Genauso erklär mal wie ganz kurz, was Polyamor ist. Ich weiß. Das heißt, dass man mehrere Menschen liebt und das auch offen kommuniziert und immer ganz ehrlich sagt, du, ich bin jetzt in diese Person verliebt und wir treffen uns und so weiter. Und ich finde das schon kritisch, wenn jemand eine Frau hat und der das verheimlicht, weil die kann ja gar nicht damit einverstanden sein dann. Ich fände es besser, wenn man das halt einfach offen kommuniziert und halt dem Partner sagt, was für Bedürfnisse man hat, dass man offen ja, über seine Sexualität redet. Ja, ich bin da total bei dir, aber habt ihr denn jetzt gegenüber Nicks Familie nicht beide auch irgendwo so ein bisschen ein schlechtes Gewissen dann? Oder? Also ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe kein schlechtes Gewissen. Natürlich habe ich ein schlechtes Gewissen. Ja. Das ist natürlich schon dabei, klar. Ich muss sagen, ich habe da kein schlechtes Gewissen, weil ich denke, das ist seine Verantwortung. Deswegen halte ich mich aus dem Thema auch meistens raus, weil ich denke, das sind erwachsene Menschen, die müssen das selber wissen. Aber wenn man mich fragt, dann würde ich das schon sagen. Ist einer der heiklen Punkte, klar. Das ist ein, ja, ist ein Brennpunkt, definitiv. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Was ist die Lösung aus dieser verzwickten Situation? Denn ich sag's ja, wie es ist. Ihr klingt und scheint total glücklich zu sein mit dem, wie ihr die Sache macht. Und dann fahrt ihr mal ins Ausland zusammen und alles. Also es ist ja super cool. Nur wenn du dann nach Hause fährst und jedes Mal ein schlechtes Gewissen haben musst, weil du da jemanden betrogen hast, ist es halt nicht so cool. Gibt es bei dir auch so No-Gos? Bei mir gibt es auch No-Gos. Dafür benutze ich aber kein Rot. Aber was für mich zum Beispiel nicht geht, ist, wenn Leute mich einfach ungefragt angrapschen. So ein Nick, der ist ja physisch überlegen. Die meisten Männer werden es sein. Kommen auch Frauen, muss ich kurz fragen? Ja, Frauen kommen aber auch. Nicht so häufig. Okay. Aber kommt auch vor. Kommt auch vor. Wenn jetzt so ein Typ wie Nick dann da reinmarschiert und sich denkt, ja, komm, ich spiele mal 5 Minuten mit, bis sie irgendwie denkt, hier ist alles wie immer und dann vielleicht doch die Regeln bricht und irgendwas will, was du nicht willst, was kannst du dann machen? Polizei rufen? Naja, aber dann ist ja meist schon ein bisschen zu spät. Ja. Also ich persönlich, ich arbeite selbstständig. Ich habe mich dazu entschieden, nicht in Domina-Studios zu arbeiten, weil ich finde, dass die Bedingungen leider oft sehr ausbeuterisch sind. Deswegen arbeite ich gerade bei mir zu Hause. Und das ist, denken wahrscheinlich viele, das ist gefährlich. Ich fühle mich persönlich damit wohl. Viele Dominas sagen, nie im Leben wäre mir viel zu gefährlich. Ja, also ich weiß halt, ich kann immer meinen Freund anrufen, ich kann die Polizei anrufen. Das Recht schützt mich. Ja. Und eigentlich fühle ich mich auch so selbstbewusst. Mir ist nie wirklich was passiert, dass jemand übergriffig wurde. Ich denke, auch wenn man ein schlechtes Gefühl hat zu Beginn der Session, sollte man das auf jeden Fall nicht machen. Okay. Und da auf sein Menschengespür vertrauen. Ich habe auch schon gehört, ein Großteil des Geldes wird im Vornherein bezahlt. Natürlich. Was musst du denn für so eine Session hinlegen, damit du auf deine Kosten kommst? Ich komme immer auf meine Kosten. Das ist eigentlich auch unabhängig von der Bezahlung. Also die meisten, die kommen eher so für eine Stunde. Das ist so das Normale, das Gängige. Mein Tribut liegt so bei 250 Euro die Stunde. 350, wenn es irgendwas Extremeres ist. Genau, also ich bin schon eher so in dem höheren Segment angesiedelt. Okay. Und heutzutage muss man sich ja auch dann offiziell anmelden und registrieren. Du hast gesagt, du bist selbstständig. Genau. Das heißt, das geht dann auch alles so zum Finanzamt und du meldest das alles genau, an. Genau. Also man muss sozusagen einen Hurenausweis sich holen und dann meldet man sich da an beim Ordnungsamt und kriegt da auch so eine Gesundheitsberatung. Und dann wird das an das Finanzamt weitergegeben. Sehr cool. Wie oft seht ihr euch? Ja, das gute Frage. Also ich denke mal so einmal im Monat, ja, alle zwei genau. Monate irgendwie sowas. Hätte ich auch gesagt, einmal im Monat. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus mit dem Umfeld? Also weil dein Partner ist cool damit, das habe ich verstanden. Wie sehen deine Eltern deinen Job? Also ich gehe prinzipiell sehr offen mit dem Thema um. Ich erzähle eigentlich fast allen Leuten von meinem Job. Außer vielleicht, ich fühle mich gerade irgendwie unsicher in einer Situation. Aber eigentlich jetzt wissen das all meine Freunde, auch die Familie weiß das. Für meine Eltern
war es nicht ganz so einfach. Auch für meine Geschwister war es, glaube ich, ein bisschen komisch. Mhm. Und besonders meine Mama hat sich sehr schwer damit getan. Wenn deine Mama jetzt hier zuguckt, was würdest du dir denn wünschen? Ich würde mir einfach wünschen, dass sie mich so akzeptiert, wie ich bin. Ja, so einfach bedingungslose Akzeptanz, das würde ich mir wünschen. Okay, ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn du so offen damit bist, dass du halt auch häufig diese Schublade, die typische, dann irgendwie mal erlebst. Und in so einem Moment ist das natürlich auch dann recht schmerzhaft, wenn das ein Mensch ist, den du so am Herzen trägst und genauso umgekehrt. Und da ist natürlich auf der einen Seite, das sind Geschlechtskrankheiten, an die man vielleicht im ersten Punkt denkt und Risiken und Angst, dass irgendwas passieren könnte. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch total fair und wichtig, dass du auch das, was es dir gibt, diesen Beruf zu machen, genauso erzählen darfst und das auch akzeptiert wird, dass du glücklich bist und da eine Selbstständigkeit draus aufbaust. Mhm. Wie ist denn dein Beruf so von der Belastung her? Ist das irgendwie psychisch und körperlich nicht auch anspruchsvoll, dann jemandem wie Nick und dem, der 3 Stunden später kommt, irgendwie dann auch gerecht zu werden? Also ich finde schon, dass der Job psychisch belastend ist. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, mit solchen intensiven, intimen Momenten klarzukommen. Ich glaube, das ist nicht was für jeden. Viele, glaube ich, würden sich auch unwohl fühlen in solchen Situationen, die halt sexuell intim sind oder halt schon extreme Perversionen, extremen Sadismus beinhalten. Ich denke aber auch, dass man sich daran gewöhnt und lernt, damit umzugehen. Aber es ist schon so, dass das Dinge sind, die nachwirken. Also nach so einer Session, es ist nicht so, du gehst nach Hause und es ist vorbei, du denkst vielleicht noch daran. Und deswegen, also ich arbeite auch nicht so viel, muss ich sagen. Also die Honorare sind ja auch so hoch, dass ich nicht so viel arbeiten muss und das ist auch gut so. Man hat dann vielleicht nur ein paar Sessions die Woche und das reicht dann auch. Dann habe ich noch eine Frage, so ein bisschen mit Blick in die Zukunft. Wie lange willst du das Ganze machen? Sicher noch 10 Jahre ziehe ich das komplett durch, 100%. Und danach mal schauen, ob ich noch Lust habe. Also ich kann mir auch vorstellen, auch als Oma noch Domina zu sein. Warum nicht? Ich kann nur sagen, ich finde es unfassbar cool, dass ihr so frei über alles gesprochen habt. Also offener geht es, glaube ich, gar nicht. Und vielleicht haben wir trotzdem irgendwelche Fragen vergessen. Dann müsst ihr uns helfen und eure Fragen in die Kommentare schreiben. Weil ich glaube, die beiden sind nicht aus der Welt und die kann man mit Sicherheit auch noch mal einladen, um dann eure Fragen zu stellen. Ja, klar. Mir ist ganz wichtig, dass Sex und Liebe frei sein sollte. Und wenn man einen Fetisch hat, dann soll man den auch ausleben dürfen. Und das ist auch vollkommen fein. Ich will natürlich auch, dass sich niemand unter Druck gesetzt fühlt, sowas unbedingt machen zu müssen. So, weil ihr habt für euch entschieden, das ist professionell und wir gehen diesen weiteren Schritt. Und das kann jeder frei für sich entscheiden, wenn er über 18 ist. Und deshalb drücke ich euch beiden einfach die Daumen, dass das weiterhin so gut mit euch klappt. Gibt es irgendwas, was du unbedingt noch loswerden wolltest? Ja, eigentlich nur cool, heute hier zu sein. Und für mich ist es eine absolute erstmalige Erfahrung überhaupt, über dieses Thema so zu sprechen, so umfangreich und das so zu reflektieren. Und das finde ich total cool. Oh, das freut mich. Also das ist immer das schönste Feedback so am Ende. Ich würde euch gerne ans Herz legen, dass wenn ihr merkt, ihr habt vielleicht eine Veranlagung in diese Richtung, dass ihr euch jemanden sucht, dem ihr vertraut, bei dem ihr euch wirklich wohlfühlt und das da ganz langsam rangeht. Also, dass ihr euch nicht überfordert, sondern ganz spielerisch und halt in einem intimen, vertrauten Rahmen eure Vorlieben ausprobiert. Genau. Wahre Worte. Und dass ihr wisst, dass ihr immer Stopp sagen könnt, dass ihr immer kommunizieren könnt, euch umentscheiden könnt und das denke ich, ist die beste Herangehensweise, das auszuprobieren. Ja, ich glaube, solange das Ganze einvernehmlich stattfinden kann, ist für beide Seiten alles cool. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und Freunde, hier sind jetzt irgendwo noch 2 Videos eingeblendet, die sich die Zuschauer aussuchen dürfen und wir dürfen zur Verabschiedung nochmal winken. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.